Mois bringt den Grund für seinen Diss gegen Maestro und haut raus, weshalb er Bushido überaus dankbar ist. Ich bin Mr. Rap, dranbleiben. Vor 2 Wochen erschien auf dem SpongeBoss YouTube-Channel das Video zu Brazza Brata von Senza, Yuri San Diego und Mois, womit dann auch bekannt gegeben wurde, dass Mois das neue Signing bei BBM ist. Vorher wurden die Spekulationen darüber, wer das neue BBM-Signing sein könnte, ordentlich angeheizt und so machte der Song dann halt auch ordentlich Welle. Aber nicht nur, weil Mois eben jetzt bei San Diego signte, sondern vor allem auch, weil Mois gefühlt wie aus dem Nichts seinen ehemaligen Best Buddy Maestro disste. So rappte Mois: Heute zahle ich mehr für Uber als für Leasingwagen. Damals Leute sind im Keller eingebrochen, wie Maestros Streamingzahlen. Mois stellte kurz nach Erscheinen des Tracks zwar klar, dass es sich hierbei eigentlich nicht wirklich um einen Diss handeln solle, andererseits war es halt objektiv gesehen nun mal ein Diss und so reagierte auch wenig später Maestro selbst und schrieb unter anderem, dass die Leute nach Ramadan ihre Antwort kriegen würden. Viel wurde jetzt seitdem gerätselt. Warum denn überhaupt Mois Maestro disste? Und ebenso viel wurde Mois dann auch von wohl ehemaligen Kellerfans Vorwürfe deshalb gemacht. Und genau darauf reagiert Mois nun. Ebenso wie auf die Disses von Bushido in der Vergangenheit. Aber erstmal kurz. Du willst riesige Muskelberge, ohne auch nur ein bisschen dafür zu machen? Kein Problem, einfach bei SEC Plus Proteine, Weight Gainer und bestellen mit dem Code RAP10 10% sparen und dann wachsen die Muskeln komplett von alleine. Also, glaube ich. Vor kurzem saß Mois in einem TikTok-Livestream und sprach hier über seinen Diss gegen Maestro. So sagte er, Attila, also Maestro, sei eigentlich wirklich immer ein guter Junge gewesen. Er hat nur einmal irgendwann so eine Story gemacht und gesagt, ich werde niemals mit allem zu tun haben. Wahrscheinlich meint Mois hiermit eine Fragerunde von Maestro, in welcher dieser gefragt wurde, wie wahrscheinlich es denn sei, dass er und Mois mal wieder zusammenfinden würden und hierauf mit 0% antwortete. Dies habe Mois, wie er sagt, verletzt. Das sei dann Maestros Statement gewesen und mit seiner Line gegen Maestro habe Mois dann eben sein Statement gemacht und jetzt müsse man dann auch wirklich nichts mehr miteinander zu tun haben. Schon traurig. Für Mois sei diese Line gegen Maestro auch kein Disrespect, denn es sei nun einmal so, dass die Streamingzahlen von Maestro gesunken seien, ebenso wie auch die Streamingzahlen von Mois selbst. Auch geht Mois darauf ein, dass ihm danach dann vorgeworfen war, diesen Diss gebracht zu haben, nur kurz nachdem Maestro zum ersten Mal Vater geworden war. Hierzu sagt Mois dann, dass er den Song 5 Wochen vor Erscheinen bereits abgegeben habe und dann habe eben auch das Release-Date schon festgestanden. Er habe ja nicht wissen können, dass genau dann das Kind von Maestro auf die Welt kommt. Er könnte das gar nicht wissen und deswegen gehen an diesen Bruder ganz besondere Grüße raus, auf ganz süß und gegen den gab es nie Hass, der ist süß, der war auch immer süß, der wird auch immer süß sein. Wo man aber schon erwarten könnte, dass es vielleicht doch Hass gibt, ist zwischen Mois und Bushido. Deren Verhältnis ist geprägt von zahlreichen Disses und Ansagen und dies und jenes. Selbst jetzt, vor 2 Wochen, kurz bevor der Song von San Diego und Mois und Co. rauskam, es also noch gar nicht klar war, dass Mois das neue BBM-Signing ist, versuchte Bushido da offenbar so ein klein bisschen in den Promoplan reinzugrätschen. Denn Bushido hatte bereits am Donnerstagabend vor Erscheinen des Songs geleakt, dass Mois das neue Signing sein wird. Für Mois ist das alles aber offenbar viel weniger Grund für Hass als Grund für Stolz. Denn laut ihm selbst sei er geisteskrank stolz darauf, dass ein Bushido, den er selber früher als Kind gefeiert habe, heute ihn in Songs und so weiter erwähne. Es ist Bushido. Und Bushido. Er wartet auf meinen Song, um das zu leaken. Und das ist krass. Mois geht dann sogar so weit und bedankt sich dafür, dass Bushido ihn immer wieder so öffentlich supporte. Okay. Liebe geht raus an alle Patreons, ich bin raus, haut rein. Aha, du auch hier. Schönen Sonntag, Bitch.